ist er nämlich selbst, um auf eine passende Gelegenheit zu warten. Außerdem ist JK ein Psychopath. Ich möchte nicht wissen, was uns hier noch erwartet. Jetzt hör doch mal auf, so viel zu schreiben. Ich habe kein gutes Gefühl. Nee, ich auch nicht. Schon lange nicht mehr. Hier ist es verdammt ruhig. Zu ruhig. Dann legen Sie das Handy weg und durchsuchen Sie weiter das Haus. Scheiße, passen Sie bloß auf sich auf. Da aufs Haus durchsuchen könnte er ja durchaus auch wieder selbst kommen. Machen wir, ich wollte Sie nur kurz auf den aktuellen Stand bringen. Das ist sehr lieb. Victoria. Helmut, schnell! Komm wieder runter ins Erdgeschoss. Was ist denn jetzt los? In der Abstellkammer befindet sich eine versteckte Tür. Oh. Oh. Ich glaube, die führt in einen Keller. Oh. Das triggert mich irgendwie voll, dass die so eine pinke Schrift hat. Also der Name, ne? Weiß ich auch nicht warum. Strasser, Roger. Sebastian, wir melden uns wieder. Alles klar, Sie sollten auf Verstärkung warten. Seien Sie bitte vorsichtig. Oh Gott, was sind Quo oder JK dort lauern? Seien Sie bitte vorsichtig. Victoria ist offline. Strasser ist auch offline. Ab in den nächsten Chat. Zoe, ich habe News, Leute. Der Goldschmied, der Quo den Siegelring verkauft hat, er hat sich nochmal bei mir gemeldet. Okay. Ich weiß nicht so recht. Anna? Weiß er wieder, wer der Auftraggeber war? Tim, oh, und was sagt er? Zoe? Moment, er hat mir eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Oh, oh, okay. Ich drücke mal Play. Guten Tag, Goldschmied Klavitta hier. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte im Laden doch noch Kopien der alten Auftragsbücher finden. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, gerade kam Kundschaft. Sie können mich in den nächsten 2 Stunden noch im Laden treffen. Wiederhören. Oh nein. Ich bin der Goldschmied Klavitta. Aber da kam eine weibliche Person rein. Ich befürchte, er wird gleich tot sein. Du bist dir sicher, dass bei dem alles rund in der Murmel läuft? Ich sag's euch, mit seiner Hilfe bringen wir Quo zur Strecke, dann nichts wie los, Zoe nicht mehr lange und wir erfahren, wer unter der Maske steckt. Ich muss das einfach mal nehmen. Die Murmel auch so. Boah, schon wieder Füll nach 8. Meine Güte. Zoe, Sebastian. Zugegeben, ein bisschen komisch klingt er, aber die Chance ist einfach riesig. Lucy, ich kann's noch gar nicht fassen, sagte die Schraube. Sie ist fassungslos. Wir kriegen dieses Schwein endlich dran. Nein, kriegen wir nicht, das ist doch alles wieder nur... Roxy, Zoe, du bist der Hammer. Zoe. Danke, Roxy. Muss mich jetzt ganz kurz frisch machen. Muss den Ladenbesitzer umbringen. Nach den furchtbaren Ereignissen Energie tanken. Eher Energie raushauen. Auf Herrn Klavitta. Klavitta. Und dann mache ich mich sofort auf den Weg. Ist leider eine recht lange Fahrt. Ja, genau, damit du dir ein bisschen Zeit erspielst, dass du ihn in Ruhe umbringen kannst. Tim, top. Danke, Zoe. Sobald wir wissen, wer Quo wirklich ist, Zoe ist nun offline. Geben wir der Polizei alle Infos. Und dann hat es sich ausgeschnabelt. Sehr schön. Gut gesagt, Tim. Erstmal abwarten. Lucy, Leute, es wendet sich endlich alles zum Guten. Das ist viel zu positiv alles. Da wird gleich irgendeine Scheiße passieren. Ahem.
So, ich bin jetzt angekommen. Ich habe jetzt Bernd aufgegabelt. Der Alte ist wohl ziemlich lädiert. Ich denke, der wird zwar wieder, aber wir schauen jetzt erstmal, dass wir hier so schnell wie möglich wegkommen. Danke, dass Sie mich gerettet haben, Julius. Okay, cool, dass aber so ein Gespräch auch mal zwischendurch mit drin ist. Bernd, wie geht es Ihnen? Ich wusste, wir können auf dich zählen, Julius. Wie Lucy sagte, alles wendet sich zum Guten. Ich bin mit Julius so. Ne, ihr kennt doch dieses Zeichen, was man dann macht. Ganz dicke sind wir. Roxy, du kannst manchmal auch echt gar nicht komplett verkehrt sein, Julius. Das ist ja lieb. Oh Gott, das ist ja ganz schockiert. Das ist ja das Netteste, das du je über mich gesagt hast. Tim, Julius, Roxy. Könnt ihr euer Toteln vielleicht auf später verschieben? Nein. Toteln geht immer. Schaut, dass ihr dort wegkommt. Ach, wie süß. Ich mag sowas. Lucy. Fahrt vorsichtig. Wieder besorgt, Anna. Julius, passt gut auf Bernd auf. Und meldet euch bitte sofort, wenn ihr in Sicherheit seid. Ach Mann. Julius Claro. Ich will so gern, dass es richtig ist. Oh, Victoria, hallo. Wir sind jetzt auf dem Weg in den Keller. Es ist totenstill hier. Vorsicht, Victoria! Ja. Kommen zur Straße, Victoria. Oh oh. Bitte melden Sie sich doch. Victoria ist online. Victoria, dieser Psycho. Was auch immer hier in diesem Keller passiert. JK möchte nicht, dass jemand es herausfindet. Strasser ist online. Wieso? Was passiert? Was ist los? Hier ist überall Stolperdraht gespannt. Oh. Bretter mit spitzen Nägeln. Ich wäre gerade fast mit dem Gesicht voran in so eines gefallen. Ach du Scheiße. Okay. Glücklicherweise konnte ich mich gerade noch sicher abstützen. Sonst hätte ich wohl ein Auge verloren. Das wäre nicht so gut gewesen. Oh Gott, da unten ist bestimmt noch mehr. Zum Glück geht es euch gut. Konntet ihr schon etwas finden? Victoria verbessert. Ob Victoria wohl ein Secret hat? Noch, wer weiß, was er hier alles installiert hat. Aber warten Sie. Sehen Sie sich das mal an. Was denn? Was zum Hacken? Oh mein Gott. Okay. Hübsch. Gruselig hat er dort seine Puppen gebastelt und er ist sicher nicht in der Nähe. Wow. Er hat hier wohl nicht nur Puppen präpariert, Strasser. Einige der Werkzeuge weisen Spuren von getrocknetem Blut auf. Oh je. Gott, dieses kranke Geschöpf. In diesem Keller müssen sich furchtbare Dinge abgespielt haben. Hier in der Ecke liegen überall Puppen rum. Oh Gott. Was ist denn jetzt schon wieder los? Victoria, geht es Ihnen gut? Was ist jetzt schon wieder los? Ja. Das habe ich mich gefragt, ja. Entschuldigung, ich habe mich gerade nur tierisch erschrocken. Naja, gut, das... Was? Okay, ist das eine Puppe, oder? Was zur Hölle? Mann. Alter, dieser Hammer da drinnen, ne? In dem Kopf da. Ist aber nur eine Schaufensterpuppe. Boah, das sieht wirklich gruselig aus. Den Schock kann ich verstehen. Vorsicht, nicht, dass er dort eine Falle eingebaut hat.
Ich hoffe, ich habe jetzt mal nicht Vorsicht gesagt. Sekunde, sie hat etwas im Mund. Oh nein. Ja, pass doch auf. Mach doch da nicht unüberlegt da so einen Griff da jetzt in den Mund. Strasser? Ich befürchte, diese Nachricht ist für Sie bestimmt, Sebastian. Oh, okay. Es ist gut gegangen. Anscheinend war es keine Falle. Oh Gott. Ich bin noch nicht tot und werde euch finden. Leider besteht nun kein Zweifel mehr. JK ist entkommen und immer noch auf freiem Fuß. Ja, dank uns. Shit, vielleicht hätte ich ihn nicht warnen sollen. Ich muss den anderen Bescheid sagen. Er soll es ruhig versuchen. Jetzt kann ich ihm mir höchstpersönlich vornehmen. Vielleicht sollten sie das tun. Momentan wird er noch seine Auseinandersetzung mit Dr. Kaur klären wollen. Aber bald könnte JK seinen Fokus wieder auf sie richten. Bleiben Sie also alarmiert. Solange können wir nur hoffen, dass die Kollegen bald in Erfahrung bringen, wem dieses Grundstück gehört. Dann kennen wir auch JKs wahre Identität. Victoria, aber jetzt suchen wir erstmal den Keller weiter ab. Bitte passen Sie trotzdem auf sich auf, sagen Sie Bescheid, sobald Sie mehr wissen. Weiterhin viel Erfolg. Ich finde nicht immer auf alles passen Sie auf antworten, ne? Sehr schön, wenn man das zwischendurch mal sagt, so, aber... Wir melden uns bei Ihnen, Sebastian. Okay, nächster Chat. Oh, JK Knight. Ich bin gespannt. Ich dachte immer, der Meister wäre der Einzige, der mich versteht. Aber Charlie hatte von Anfang an recht. Es gibt nur ihn und mich. Die anderen Menschen haben zu viel freien Willen. Denke nicht, dass sie jetzt dankbar sind. Wir werden dich trotzdem töten. Vorerst gibt es aber einen Waffenstillstand. Bis dahin. Krass, über eine Minute gequatscht. Sehr interessant. Sehr cool. Hätten wir nicht gehabt, wenn er jetzt umgebracht worden wäre, ne? Aber vielleicht wäre er trotzdem entkommen. Sebastian! Ich träumte wirklich von der neuen Welt des Meisters. Eine Welt, in der Charlie und ich uns ausleben können. Eine Welt, in der wir die Puppenspieler sind. Nun weiß ich, dass es nicht der Meister sein wird, der diese Welt erschafft. Charlie und ich werden es sein. Ich brauche nun Zeit, um diese Welt zu planen. Wir brauchen nun Zeit. Ja, plant mal. Schade, dass du endlich gehst. Eine merkwürdige Art, Danke zu sagen. Mir ist egal, was du tust, Hauptsache du tötest niemanden mehr. Muss einfach mal gesagt werden. Dieser Sarkasmus. Ist doch wahr. Dein freier Wille erlaubt es dir, so zu sprechen. Ich werde dich bald davon befreien. Ihr werdet alle meine Puppen in der neuen Welt. Der letzte Funken Hoffnung wird erlöschen. Und eure Seelen werden für immer verstummen. Alles klar. Dies wird nun erstmal unsere letzte Unterhaltung sein. Och nö. Aber wir kommen wieder.
Genießt eure widerliche Existenz, solange ihr noch könnt. Ach schade, weg ist er. Oh, Quau, auch du darfst es nicht wagen, Sebastian. Du hattest in der Vergangenheit einige Sonderstellungen. Ich sehe dich immer noch als wichtigen Teil des Heilungsprozesses. Ich überschätze dich aber nicht. Erweist du dich als unheilbar, wird deine Existenz aus allen Geschichtsbüchern getilgt. Selbst du bist ersetzbar. Der Einzige, der sich überschätzt, bist du. Schleich dich, Mittelfinger. Es gibt nun einige Dinge, die vorbereitet werden müssen. Sein Tod bringt einige logistische Probleme mit sich, aber auch einige Möglichkeiten. Dieser muss sich nun erst